Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Da das Wetter heute so miserabel ist, also es ist heute so richtiges, trübes Novemberwetter, würde ich am liebsten in die Heimat dieser beiden Plüschtiere auswandern. Das sieht man hier, ist übrigens ganz lustig, ein Plüschtier von Kösen, sogar mit Jungen, das kann man sogar rausnehmen aus dem Kängurubeutel. Aber ich will heute keinen Film zum Thema Plüschtiere machen oder zum Thema Wetter, sondern möchte, wie ich es euch vor einiger Zeit versprochen habe und schon mit einem Film wahrgemacht habe, in unregelmäßigen Abständen auf eure Kommentare eingehen. Also die wichtigsten Kommentare noch einmal bei Film beantworten. Die meisten habe ich zwar schon schriftlich beantwortet, aber es ist vielleicht etwas netter, wenn ich es nochmal jetzt im Film nochmal näher darauf eingehe. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Dazu einfach den entsprechenden Button anklicken. Also es ist nur ein Klick weit entfernt, das Abo. Das ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr immer gleich auch noch meine neuesten Filme mitkriegen wollt, dann bitte noch die Klingel mit anklicken. Also mit zwei Klicks seid ihr immer voll mit mir dabei. Ja, viele Kommentare, also die beste Resonanz haben natürlich bei mir die Briefmarkenschatzsuche-Filme, auch wenn da zwischendurch immer wieder kritische Kommentare kommen. Einen ganz kritischen, den möchte ich dann nachher noch besprechen. Der warf mir vor, dass ich zu viel auf den Wert eingehe. Naja, bei Schatzsuche ist halt das Thema Wert ein Thema, aber natürlich hat Briefmarkensammeln noch ganz andere Gründe, warum man das eigentlich betreibt, das Briefmarkensammeln. Und leider sind es mittlerweile viel zu wenig Leute, die das betreiben. Hier habe ich da so ein schönes Beispiel. Ich habe es mal schon vor einiger Zeit, schon längerer Zeit her, bei einem Film vorgestellt. Und da schreibt ein Onkel seiner Nichte, so zur Zeit der Jahrhundertwende, er bezeichnet sich als Südafrika-Onkel und er schreibt dazu ein schöner Spruch: Keinen Heiligenschein kann ich, muss mal die Schrift etwas entziffern, kann sich der böse Onkel weder zulegen noch leisten. So habe ich mein Bassbild, hier sieht man ihn auf dem Bassbild, mit Magen geschmückt. Eigentlich eine nette Idee. Und das ist so ein Kuriosum. Die Magen sind ja mittelprächtig erhalten und auch jetzt auch nicht außergewöhnlich wertvoll. Aber das ist ein wunderschönes geschichtliches Dokument und auch ein schönes Zeitdokument und eine kleine Kuriosität. Also das Briefmarkensammeln besteht nicht nur aus Wert, aus dem materiellen Wert, sondern viele kleine Sammlungen oder Marken haben natürlich auch einen sehr großen ideellen Wert. Ja, nun möchte ich eigentlich auf die interessantesten eurer Kommentare eingehen. Ich habe sie hier mal ausgedruckt. Ich bin eigentlich schon seit der Kindheit kurzsichtig. Aber mittlerweile bin ich auch schon etwas altersweitsichtig und sehe ohne Brille auf der Nähe fast perfekt, aber mit Brille, da muss ich die Brille immer so etwas herunterfahren. Wenn es jetzt etwas komisch aussieht, dann möchte ich euch bitten, das zu entschuldigen. Das Thema Lichtensteinmagen, Farbveränderung, das haben wir ja vor einiger Zeit behandelt. Ich möchte dazu noch einen gesonderten Film machen. Also so wie es aussieht, sind diese blauen Lichtensteinmagen, die ich da habe, die eigentlich grün sein sollten, wahrscheinlich Farbfälschung. Und da will jetzt der Fishing Channel, der hat mir hier einen interessanten Kommentar geschrieben. Hallo Thomas, wie immer ein interessanter Film. Eine grüne magengefundene Lichtenstein habe ich mir bei eBay ersteigert und warte schon ein paar Tage auf die Zustellung. Hoffe, sie kommt noch an. Ich werde dann die in Fragen kommenden Chemikalien ausprobieren und schauen, ob ich das schöne Blau irgendwie hinbekomme. Eine grüne Krone Adler und Germania kann man mit verdünnter Salzsäure bzw. Essigessenz in blaue Magen verwandeln. Mal schauen, ob das klappt. Also da bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob ihm das mit den Lichtensteinmagen gelingt. Und dann hätten wir ja eigentlich den letzten Beweis, dass das eigentlich eine Fälschung ist. Weil im Michel-Katalog gibt es die, werden die Farben nicht aufgeführt. Und auch der Dr. Höfner, also der Lichtensteinprüfer, hat mir gesagt, dass das wahrscheinlich Fälschungen sind. Den habe ich ja auch zwei Exemplare dann für seine Giftsammlung, er nennt es Giftsammlung, ja geschenkt.
Ja, dann hatte ich ja vor kurzem einen Ansichtskartenfilm online gestellt. Da schreibt der Uwe dazu, da hast du sehr gut eingekauft. Danke für das Lob. Auch deine Preisansätze halte ich weitgehend realistisch, sofern man die als Endverkaufspreise sieht. Wer den Ansichtskartenmarkt ein wenig kennt und aus Angeboten die attraktivsten Stücke und gesuchten Orte herauszieht, kann damit gutes Geld verdienen oder günstig für die eigene Sammlung einkaufen. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das stimmt also voll, was er schreibt. Er macht eigentlich immer sehr gute Kommentare, die auch fachlich sehr fundiert sind. Klar, ich habe jetzt hier Endpreise immer angegeben. Ich habe jetzt gesehen, teilweise einige Händler, also ein paar Großhändler im Ansichtskartenhändler im Internet bieten. Ich habe da nochmal Karten nachgeschaut, die der dann auch hatte. Interessant war dann, dass er für ein und dieselbe Karte dann sogar unterschiedliche Preise verlangte. Wahrscheinlich, vielleicht hat er die Übersicht verloren, weil der bietet ja fast 1 Million Ansichtskarten online an. Aber man muss leider sagen, dass auch die Litos halt jetzt im Preis gefallen sind. Aber ich denke, ich habe ja jetzt neulich im neuesten Film zum Thema Münzen, da hat ja einer da erwähne ich einen Film, wo jemand wieder einen großen Wirtschaftscrash voraussagt und der sagt das Zeitalter der Sachanlagen voraus. Und da ist es vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man mal ein paar interessante Ansichtskarten da erwirbt. Ja, dann der Vincent fragt mich, hallo Thomas, wie viele Ansichtskarten hast du eigentlich in deiner Sammlung und was denkst du, ist die Entwicklung von Sammeln von Briefmarken und Ansichtskarten? Ja, ich habe meine Ansichtskarten nicht so gezählt, aber Ansichtskarten sammle ich eigentlich nicht so ernsthaft. Ich sammle ja etwas mehr Briefmarken. Ja, ich bin der Meinung, dass gerade interessante Ansichtskarten und interessante Briefmarken, wenn man jetzt spezielle dann sucht, also nicht auf die Massenware dann eingeht, sondern wirklich die besonderen Sachen sich aussucht für seine Sammlung, dass da sogar also eine Werterhaltung erhalten bleibt, dass die vom Wert her gleich hoch bleiben sollten, beziehungsweise sogar dann vom Wert her steigen können. Das Ganze gilt natürlich nicht für Massenware, zum Beispiel Bundesrepublik 60er und 70er Jahre. Außer da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Wenn man da zum Beispiel auf nur ganz zentrierte Stempel, also super Luxusstempel, dann sammelt Eckrandstücke, Formnummern, Druckerzeigen und so weiter, Viererblöcke, dann entsprechend interessante philatelistische Belege, dann könnte das auch sehr interessant werden und auch Wertsteigerungen könnten da vorprogrammiert sein. Dann schrieb er noch, leider interessieren sich ja jüngere Leute unter 30 so gut wie gar nicht mehr für dieses Sammelgebiet. Tolle Videos, mach weiter so. Ach, das freut mich. Ja, da schrieb ich, dass es durchaus auch jüngere Sammler gibt, die man halt meistens im Internet findet und das bestätigt dann auch der Jorix. Er schreibt, ich selbst bin 21 Jahre alt und habe leider noch keinen anderen Sammler in meinem Alter die letzten Jahre auf Börsen- und Flohmärkten getroffen. Also die sind halt meistens im Internet präsent, die jüngeren Sammler, aber die gibt es durchaus auch noch. Sicher haben wir jetzt gerade beim Briefmarken sammeln, das muss man gestehen, speziell dann auf den Börsen und in den Vereinen, ein großes Nachwuchsproblem. Und da ist es halt sehr wichtig, nicht nur immer unser Hobby schlecht zu reden, weil man sieht auch auf Filme, da behaupten die Briefmarken wären gar nichts mehr wert. Das stimmt nicht, wenn man die British Guiana 1 Cent zum Beispiel anschaut, die für 9 Millionen Euro, umgerechnet 9 Millionen Euro oder Dollar wegging, dann sieht man, dass man da durchaus noch für die interessanten Stücke Geld erzielen kann und dass die durchaus dann nicht alle wertlos sind. Dann zum Film Briefmarken wertvoll, Schatzsuche in Briefmarken Altdeutschland mit tollen Funden. Da gab es einige Mails zu dem Thema. Da schreibt der Oliver vor 7 Stunden. Briefmarken sind leider fast nichts mehr wert. Ganze Alben mit Sammlungen werden für 10 oder 20 Euro verschleudert. Das sind wir ja mal wieder beim Thema. Wobei dann auch noch das Album selbst noch das wertvollste an der ganzen Sammlung ist. Ich habe neulich mal eine Sammlung von rund 800 Marken Bundesrepublik ab den 50er Jahren bis 2015 bei eBay angeboten, aber keiner hat nur einen Euro dafür geboten. Ich frage mich, warum dann im Michel-Katalog immer solche Fantasiepreise stehen.
Ja, das stimmt leider. Viele Michelpreise sind sehr abgehoben, speziell wenn man dann die Magen, also das Ganze als Sammlung verkaufen will. Und es stimmt auch, die meisten Sammlungen, gerade Bundesrepublik, da haben wir wohl das Thema, wenn es dann auch nicht gut sortiert ist, alles etwas durcheinander gebracht ist und wenn das so vielleicht 55 losgeht und dann 2015 endet. Bei den Magen ab 2000, 2001 muss man allerdings beachten, dass postfrische Magen ja noch den Nominalwert haben. Das übersehen ja manche. Aber ich denke, das war jetzt in seinem Fall wahrscheinlich eine gestempelte Sammlung. Und er schreibt, selbst wenn man Einzelmagen sucht, bekommt man auf Tauschtagen alles ab 1960 bis zum Ende der DM-Zeit für 5 Cent pro Marke. Ja, das stimmt eigentlich im Wesentlichen. Es stimmt aber nicht für alle. Wenn es jetzt irgendwas ganz Spezielles ist, oder wie jetzt gesagt, Eckrandstücke mit Formnummern und so weiter und so fort, dann kriegt man die sicher nicht für 5 Cent pro Marke. Aber das Allgemeine, diese Massenware, die wird einem wirklich momentan nachgeworfen. Ja, zu dem gleichen Thema Altdeutschland schreibt, ich bin zwar kein Altdeutschland-Sammler, der Manfred, aber die angeschnittenen Magen würde ich entsorgen. Das ist wie bei einer gezackten Marke, eine Zacke fällt für mich kein Wert. Altdeutschland-Magen sind ja etwas älter und ist natürlich schön, wenn die breitrandig sind, dann ist entsprechend der Wert natürlich deutlich höher, als wenn da eine Seite oder zwei Seiten angeschnitten sind oder vielleicht sogar ein Knochen vorliegt. Aber das sind halt sehr alte Magen. Und gerade wenn es wertvolle Magen sind, kann es auch schon mal sein, dass man selbst einen Knochen dann noch als Lückenfüller verwendet. Sei es jetzt so ein Sachsendreier, das wäre dann vielleicht der Sachsendreier für den kleinen Mann, der dann nicht gleich ein paar tausend Euro dafür ausgeben will. Die Qualitätskriterien wird man bei Altdeutschland wohl in der Regel etwas herunterschrauben. Wer Luxus sammelt, wird sehr hohe Preise dann zahlen müssen. Gerade wenn man überbreitrandige Altdeutschlandmagen, die stehen dann oft sogar über 100% vom Michel oder noch deutlich höher. Ja, der Christoph schrieb mir dann vor einer Woche, hallo Thomas, ich habe seit längerem eine riesige Briefmarkensammlung bei mir im Keller schlummern. Bestünde bei dir Interesse, diese mal zu besichtigen? Also da möchte ich euch immer erst bitten, ich gebe ja auch immer noch meinen Facebook-Account immer an, da kann man ja wunderbar chatten mit dem Messenger. Und da wäre es immer erst gut, wenn man da mir ein paar Bilder von der Sammlung zeigt, dass man da überhaupt mal sieht, ob sich da eine längere Anreise und Besichtigung, die ja immer Zeit kostet, überhaupt rentiert. Und da kann ich, wenn ich so einen ersten Eindruck gewonnen habe, dann kann ich da Ratschläge und Tipps dafür geben, wie man da am besten weiter mit dieser Sammlung vorgeht. Beim Thema wertvoll oder nicht wert alter Geldscheine und Banknoten schätzen, das ist schon ein älterer Film von mir, schreibt der DM Silbermünzen. Wenn ein Staat wie Deutschland mit seinen über 85 Millionen Bürgern mindestens 5 Unzen Gold und 100 Unzen Silber pro Kopf als physische Sicherheit zur Abdeckung einer neuen Währung im Land sichert, so ist dieser Staat nach der kommenden extremen Finanzkrise, die ja jetzt auch ein anderer Halter schon voraussagt, in diesem Ein-Pro-Aurum-Film, den ich ja da im letzten Film erwähnt habe, schreibt er weiter, bestens aufgestellt und das Vertrauen in ein neues nationales edelmetallgedecktes Geldsystem wäre somit sichergestellt. Ja, er beschreibt dann, wie viel Tonnen Gold und Silber da Deutschland als Währungsreserve hinterlegen müsste. Wäre das so, dann müssten 11 Weltjahre Silberfördermengen direkt in den Tresoren der Bundesbank gelagert werden, ohne dass die Industrie nur einen Gramm davon abbekommen würde. Das zeigt uns wieder mal, wie knapp und wie wenig Silber es eigentlich physisch gibt. Laut Expertenaussagen ist Silber sogar physisch knapper als Gold. Und dann verweist er noch auf seine Internetseite silberknappheit.de. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Also ich bin ja auf das Thema etwas schon im letzten Film da zum Thema 5DM Gedenkmünzen eingegangen jetzt. Und da ist es in der Tat so, dass aktuell das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber sehr weit auseinanderklafft. Was war das die Zahl? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig. Aber eine Unze Gold ist momentan etwas so viel wert wie 70 Unzen Silber. Man muss dazu sagen, im Mittelalter war es noch der Faktor 1 zu 7. Gut, dann wurde die neue Welt ja entdeckt und da
wurden dann große Silbervorkommen, zum Beispiel in Bolivien und so weiter, dann ausgebeutet, wo sich dann das Verhältnis zwischen Gold und Silber schon etwas auseinander ging. Aber 1 zu 70 ist extrem hoch. Wir hatten auch schon mal 1 zu 100 fast, war aber auch in neuerer Vergangenheit ja deutlich niedriger. Also das Silber hat in der Tat einen großen Nachholbedarf. Das zum Thema Silber. Dann gab es einen Film Briefmarken wertvollen, Briefmarkenschatzsuche im alten Schaubeck-Album aus den 20er Jahren vor kurzem. Das kam sehr gut an, der Film. Na, jetzt habe ich es nicht notiert, wer das da schrieb. Ach ja, das war, glaube ich, der Uwe. Diese alten Spatten werden beim Ankauf oft unterschätzt. Das stimmt, man unterschätzt die Stückzahl und oft auch den Wert. Sofern halbwegs sauber gesammelt wurde, sind das nicht selten Fundgruben für Stempel, Farben und Plattenfehlersammler. Und wenn das so jetzt so eine Alle-Welt-Sammlung ist, da können sich auch mal zum Beispiel China Klassik noch verstecken, die man sonst gar nicht mehr bekommt. Das hatte ich auch schon alles erlebt, die ja sehr hoch gehandelt sind. Gut, aber manchmal lässt halt auch die Erhaltung sehr zu wünschen übrig. Daher schreibt er, brutal ist natürlich aus heutiger Sicht die beidseitige Bestückelung der Seiten. Bei eifriger Benutzung sind da Beschädigungen geradezu vorprogrammiert. Das stimmt natürlich. Also er meint, dass jedenfalls 55 Euro für das Album ein sehr guter Preis war. Und natürlich, das sehe ich auch so, ein Highlight des Albums war der deutsche Ständesatz. Aber ich hatte ja darin auch noch den Stratosphärenflug von der Sowjetunion darin entdeckt. Der ist auch nicht so schlecht. Dann zu dem gleichen Album schreibt Fuchs. Ein tolles Album. Ich scheue mich davor, solche Schwatten zu kaufen, weil ich immer denke, dass da die Spitzen auf jeden Fall schon rausgenommen wurden. Und die Ruhe zu schauen hat man auf einem Flohmarkt leider auch nicht. Ja, sollte man sich vielleicht die Ruhe einfach ein bisschen nehmen. Man sieht schon meistens, ob das Album was taugt oder nicht. Ich hatte ja auch den Tipp gegeben, wenn es jetzt so ein Alle-Welt- oder Europa-Album ist, da schauen wir mal, ist da Albanien dabei und so, alte Albanien, dann ist es schon immer kein schlechtes Zeichen, dann kann man oft davon ausgehen, dass das Ganze natürlich auch an anderer Stelle recht interessant sein kann. Natürlich schaut man dann auch immer Deutschland, Deutsches Reich, sind Altdeutschlandmarken vorhanden, tippt natürlich auch Altchina, Altthailand, Altjapan, Asien, also die asiatischen Sammler sind ja noch sind mittlerweile viel verrückter als wir nach Briefmarken und oft auch noch, sieht man oft noch auch bei USA Klassik das eine oder andere Interessante. Uwe schreibt auch dazu noch, bei den alten Falz-Alben, das stimmt, sieht man sehr schnell, ob die Rosinen bereits entnommen wurden. Hier war das nicht der Fall. Allerdings hat der ehemalige Sammler damals auch nicht allzu viel Geld investiert. Man sah es, also die Spitzen hat er nicht gesammelt und es war halt ein ziemlicher Schwerpunkt im Bereich Deutschland. Da hat er halt viel bekommen und vom Ausland relativ wenig, aber dann doch das eine oder andere doch interessante, wie dieser Stratosphärenflugballon von der Sowjetunion. Ja, dann eine sehr schöne negative Kritik, da wurde mir mal wieder vorgeworfen, dass ich alles schön rechne. Da ging es um einen sehr alten Film, der Kommentar ist auch schon etwas älter, naja, der stammt vor 3 Tagen, aber der Film ist schon recht alt. Da ging es um eine Schatzsuche in einem Briefmarkenkistchen. Das war das 4. Briefmarkenkistchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das war. Da waren aber durchaus in diesen 4 Briefmarkenkistchen hatte ich da sehr interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel die 2 Dollar von Kanada, die richtig was wert ist, und auch interessante waagrechte Bärchen von den Heusmarken. Also die waren nicht ganz so uninteressant. Also er heißt Misanthrop, ich hoffe jetzt nicht, dass sein YouTube-Name Programm ist, aber ein bisschen hört sich die Kritik dann doch schon so an, aber ich will es mal einfach vorlesen. Deine Videos sind reine Michel-Euro-Angeberei. Aha, wieder mal ein richtiger Vorwurf, aber allerdings als Angeber wurde ich bislang noch nicht bezeichnet. Bitte hör mit dem Versuch, Briefmarken und diese, YouTube-New-Age-Geldgemache unter einen Hut zu bringen. Ich bin absolut für mehr Philatelie auf YouTube, jedoch verabscheue ich dieses Reduzieren auf Katalog und eventuelle Veräußerungspreise.
Ja, ich werde jetzt etwas Asche über mein Haupt streuen und habe ja auch aus diesem Grund euch das hier gezeigt. Und ich habe auch durchaus auch ein paar Filme schon zum Thema Briefmarken gemacht, wo es nicht nur um den Geldwert geht. Denn natürlich hat das Briefmarkensammeln auch viel weitere positive Aspekte zu bieten. Vielleicht mache ich auch mal einen Film darüber. Das mal vielleicht als positive Anregung für diesen eher negativen Kommentar, aber ich freue mich auch über kritische Kommentare, weil mit reiner Lobhudelei kommt man ja oft auch nicht weiter. Was schreibt er noch? Wobei du ja nur immer von möglichen höchst utopischen Traumpreisen bei absolut unaufwiegbarem Zeitaufwand redest. Bitte hör auf, vom Geld zu reden und würdige die Marken an sich. Ja, das werde ich dann demnächst auch mal versuchen. Allerdings spielt natürlich auch beim Briefmarkensammeln und auch bei anderen Sammelobjekten der Wert immer eine große Rolle. Und auch das Thema Schatzsuche ist ein schöner Aspekt beim Sammeln. Man sieht es ja auch an Erfolg der Sendung Baris Ferraris. Da geht es ja auch immer erst einmal darum, was ist denn das, was ich geerbt habe, zum Beispiel dieses Känguru wert? Sagen wir mal, ja, das sind 50 Euro, könnte das bringen. Und dann muss es ja bei den Händlern dann auch, muss der entsprechende das bei den Händlern loskriegen. Und da differieren die Preise schon oft ganz schön gewaltig zwischen der Einschätzung und dem Endpreis. Wobei die Händler dort ja immer sehr gnädig gestimmt sind, weil sie wollen ja jetzt nicht als der böse Händler dann da stehen, der den Verkäufer über den Tisch ziehen will, wie es halt leider auch oft in der Realität dann der Fall ist. Aber im Film geht es natürlich schlecht. Ja, das zu diesem schönen negativen Kommentar. Dann lieber mal wieder einen positiven Kommentar, der erfreut mich natürlich mehr. Es geht um einen alten Film, da stelle ich eine Ausstellungssammlung Elsass-Lothringen vor. Die ist leider relativ geplündert worden, aber auch im Rest sieht man da noch das eine oder andere Schöne. Und da gehe ich auch nicht so auf den Wert ein, sondern einfach auch auf, was da postgeschichtlich und so weiter interessant ist. Erst Uwe schreibt dazu, hochinteressante Thematiksammlung, aus der leider scheinbar viele höherwertige Belege gezielt herausgezogen wurden. Ja, ich konnte die ja relativ günstig erwerben, wenn die natürlich nicht rausgezogen worden wären, diese Belege, dann hätte ich es nie für diesen Preis bekommen. Trotz dieser Verluste immer noch ein schönes Objekt, sehe ich auch so, das nicht umsonst zumindest in Teilen bereits einmal ausgestellt worden ist. Also das war ja auch eine Ausstellungssammlung. Wenn man so eine Ausstellungssammlung kriegt, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich das Thema vielleicht weiter sammeln will. Leider fehlt mir die Zeit etwas dazu und man soll sich ja auch nicht zu sehr verzetteln. Daher bin ich noch am Überlegen, was ich mit dieser Sammlung anstelle. Dann waren wir ja Ende Oktober ein paar Tage im Urlaub in der schönen Oberpfalz. Und zwar in der östlichen Oberpfalz bei Neu-Altenreuth, direkt an der tschechischen Grenze, also im schönen Egerland. Da haben wir 4 schöne Wanderungen unternommen. Da würde ich mich auch mal darüber freuen, wenn da ein bisschen die Resonanz für die Filme da etwas größer werden könnte. Da schreibt der Alexander, danke, dass du uns wieder auf eine deiner Wanderungen mitgenommen hast. Wunderschön der herbstliche Wald. Tolle Bilder, liebe Grüße. Also da möchte ich mich nochmal für den netten Kommentar bedanken und es war wirklich auch eine schöne Tour. Eigentlich die ganzen 4 Wanderungen waren absolut toll und haben mir Spaß gemacht und das Wetter passte da ja auch noch. Das war so richtig goldener Oktober. Ja, dann noch zwei weitere Kommentare, dann haben wir es geschafft. Das sind jetzt wirklich viele Kommentare. Briefmarken wertvoll, Briefmarkenschatzsuche in einem Steckposten zur Sowjetunion und Russland. Da schreibt der Daniel, bin viel auf Flohmärkte. Es gibt leider Flohmärkte, die sie verlangen zu füllen, nur weil sie alt sind und sie keine Ahnung von Briefmarken haben. Ja, das stimmt durchaus auf Flohmärkten. Da kann man halt Glück haben, wenn jetzt einer keine Ahnung hat. Meistens bieten sie es für zu wenig Geld an oder für zu viel Geld. So marktgerecht kriegt man es meistens nicht. Auf Börsen hat man da eher mehr die Chance, dann auf entsprechenden Börsen die marktgerecht zu bekommen. Auf Flohmärkten ist das natürlich immer ein wenig schwerer, weil da oft auch die
Fachkenntnis fehlt. Aber das ist, kann auch eine Chance natürlich sein. Da kann man auch mal auf dem Flohmarkt vielleicht so ein richtiges Schnäppchen machen. Gestern sah ich ja, glaube ich, Bares für Rares. Da hat eine Dame, das waren jetzt keine Briefmarken, ein Gemälde für 50 Euro gekauft. Und dann bei den Händlern erzielte das, glaube ich, fast 3000 Euro, also 50 bis 60-fache. Das kann einem bei Briefmarken natürlich auch mal passieren, wenn man entsprechend Glück und den entsprechenden Spürsinn hat. Ja, dann mein Mineralienfilm, der ist immer noch sehr beliebt, obwohl der schon länger online steht. Und ja, da wurde meine Aussprache etwas kritisiert, und zwar In Dog We Trust heißt der Name, ein lustiger Name, finde ich mal, sehr kreativer YouTube-Name, an sich ganz interessantes Video, danke, aber das, es heißt nicht chemisch, sondern chemisch, chemisch oder chemisch, und es wäre besser, wenn du nah herangehst mit der Kamera, so erkennt man nicht so viel. Ja, das ist immer etwas schwer. Gestern auch bei meinem Münzenfilm, da war ich jetzt auch mit den Aufnahmen nicht ganz so zufrieden. Ich bin halt hier jetzt kein Filmprofi, ich mache das alles so allein. Habe hier jetzt hier so ein ganz Mini-Studio, also so improvisiert mit billigen Lampen und so weiter. Ich kann es vielleicht auch mal dann einen Film dazu machen, zu dem Thema. Also habe hier jetzt nicht mein Mikrofon, der Ton ist auch nicht immer so optimal, da muss ich mir auch mal noch was ausdenken. Jetzt kommt ja Weihnachten und mein Geburtstag demnächst mal, vielleicht kriege ich da ja ein Geschenk, dass ich da vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet bin. Dann verplapper ich mich auch öfters mal ein bisschen und muss das dann auch oft mit Schrecken, dann wenn ich mir den Film nochmal, wenn ich den zusammenschneide, was ich dann manchmal so erzähle, feststellen, naja gut, wie gesagt, es ist halt nicht perfekt, aber das sind hier fast Live-Aufnahmen und dann kann halt auch mal so das eine oder andere passieren. Dann bin ich natürlich Franke, das spürt man natürlich dann auch bei meiner Aussprache. Ich bemühe mich zwar, Hochdeutsch zu reden, aber wir haben halt in Franken immer das D, B, D, also weiches D, hartes T, weiches B, hartes B, das klingt alles gleich. Dann haben wir das rollende R, wie halt es in Franken so ist, nicht wahr? Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich statt chemisch, chemisch sage oder sonst was. Das ist natürlich auch vielleicht etwas dem Dialekt geschuldet. Naja, das macht aber vielleicht, das Ganze macht vielleicht sogar meine Filme etwas sympathischer, wenn nicht alle, immer alles hundertprozentig perfekt ist. Ja, dann haben wir die Kommentare abgearbeitet, waren ja wieder richtig viele. Ich konnte leider jetzt nicht alle veröffentlichen, weil das würde den Rahmen absolut sprengen. Ich versuche ja alle schriftlich zu beantworten, immer noch die Kommentare. Die bereiten mir immer ungemeine Freude. Also ich würde mich jetzt auch freuen, wenn ihr diesen Film kommentiert. Und natürlich, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch total darüber. Jeder Abonnent ist für mich ein absoluter Gewinn. Das bestätigt mich in meiner Arbeit, denn ja, da gehört auch viel Idealismus dazu und es steckt wirklich viel Arbeit dahinter, auch so einen einfachen Film wie diesen hier zu produzieren. Das sagen auch meine beiden Kängurus, glaube ich, hier. Und das sind jetzt drei sogar. Das sieht zwar etwas wirr aus, das ist übrigens von einer Thüringer Plüschtierfabrik, und zwar von Steiner, den kenne ich, glaube ich, sogar, ja. Von Georgenthal in Thüringen. Und Kösen, die machen ganz besonders schöne Plüschtiere. Also es gibt auch abseits von Steiff auch noch viele andere interessante Plüschtierproduzenten. Ich denke, ich werde auch mal einen kleinen Film zum Thema Plüschtiere machen, auch wenn ich da jetzt nicht so der Experte bin. Natürlich durch Sammler.com kriege ich doch das eine oder andere auch zusammengeblieben mit, bei denen ich mich jetzt ansonsten eigentlich nicht so auskenne und was ich eigentlich auch gar nicht sammle. Irgendwie ist mit dem Stehen hat dieses Känguru sein Problem. Dann lassen wir es, sonst sollen sie sich beide stützen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das Wetter sieht sehr trübe aus. Ich muss ja jeden Tag 10.000 Schritte schaffen. Das wird heute wieder eine richtig harte Geschichte, aber wahrscheinlich gehe ich heute mal in die Stadt. Ich muss ein paar Sachen einkaufen. Und das mache ich dann zu Fuß. CO2 sparend. Dann bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt ist der Film schon wieder verdammt lang geworden. Und wer bis jetzt durchgehalten hat,
Der ist wirklich super. Das ist ein ganz toller Film. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi.